Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Map-Vorstellungsvideo auf diesem Kanal. Heute werde ich euch unsere alte Server-Map vorstellen. Da gab es ja schon mal ein Video zu. Seitdem hat sich sehr viel verändert und ich glaube, das wird das längste Map-Vorstellungsvideo, das ich jemals gemacht habe. Also entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass es so lang geworden ist. Ich würde sagen, wir fangen an nach dem Intro. So, dann wollen wir doch mal anfangen mit dieser schönen Map. Genau, wenn wir hier gespawnt sind, war der alte Spawnpunkt, genau, der sich jetzt ein bisschen verändert hat. Das ist jetzt mehr so ein Dock, wo wir kleine Boote andocken können. Hier ist das Zugsystem, können wir mal kurz reinschauen. So. Genau, hier kann man sich in so eine Lore holen, wo man dann mitten in die Stadt fahren kann. Und noch weiter hinaus, sogar bis zu Redstone Island, was wir uns nachher noch anschauen werden. Genau. So, wenn wir hier stehen, dann geht es hier einmal zur Stadt und hier einmal zur Küstenwache, die da hinten ist, wo übrigens auch SD-Fighter arbeitet, zum Restaurant und zum riesigen Luftschiff, was hier oben schon seit halber Ewigkeit steht. Und zur Baumann die Grass und zu den anderen Teilen, die wir uns nachher anschauen. Schauen wir uns jetzt erstmal hier dieses Restaurant an. Dieses Restaurant ist, glaube ich, auch schon eine halbe Ewigkeit da. Habe ich irgendwann mal gebaut. Oben kann man sich Zimmer nehmen. Das ist nicht so spektakulär. Hier unten ist so ein kleiner Keller, wo man dann halt sich so Wein und sowas zapfen kann. Oder Bier oder so. Genau, dann schauen wir uns mal weiter um draußen. Ja, nein. Jetzt. So. Hier ist einmal die Küstenwache in ihrem komischen Turm. Genau, können wir auch mal kurz reinschauen. Hier ist die Hauptzentrale von denen, wo die dann aus ihre Operationen starten, um Leute zu retten. Genau, die blauen sind für die Luftschiffe und die roten sind die Rettungsschwimmer. Darauf hat man im Ruder unbedingt bestanden, dass er unbedingt so Baywatch-mäßige Leute haben wollte. Deswegen habe ich so ein paar rote Outfits hier hingemacht. Genau, hier schlafen die dann und wo die dann aus ihre Operationen planen. Genau, hier hinten ist dann so eine Werft für so ein Luftschiff. Wird gerade eins gebaut, wie ihr sehen könnt, und hier fliegen dann auch welche rum. Ich glaube, es sind insgesamt 3 Stück. Hier ist dann auch noch der alte Schmuggler-Außenposten, der allerdings jetzt verlassen ist, weil die Küstenwache halt dafür sorgt, dass hier niemand mehr ist. Und unser alter Leuchtturm, der auch schon sich auflöst. Und Redstone, Vulcano Island. So, schauen wir uns mal nachher an. Genau, fliegen wir zurück zum Strand und schauen uns da noch ein bisschen um, bevor wir dann zur Stadtmitte kommen. Jetzt müsste sich die Map nur aufbauen. So, genau. So, hier ist so ein kleines Tor, wo man dann durch kann auf die andere Seite. Hier befindet sich dann so eine Einsiedlerhütte. Genau. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz das Luftschiff an, wo man dann mit so einer fetten Leiter nach oben kann. Genau, in der Life in Woods hat es ja eine bestimmte Rolle gespielt. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es in Tales from Eldaria in der ersten Folge auch eine spezielle Rolle spielen wird. Genau, das Luftschiff, wundervoll. Genau. Das könnt ihr euch dann alles anschauen, wenn ihr die Map downloaden wollt. So, hier oben befindet sich dann der Unterschlupf von Jodetov aus der vierten Staffel, ne, aus der Redstone Engineer Staffel, genau. In der dritten Staffel hat er sich hier dahin zurückgezogen. Auch alles wundervoll eingerichtet, hier unten mit seinem Bett und dem Zauberungstisch. Wundervoll, wundervoll. Zack. Und hier führt dann den Weg natürlich nach oben und nach unten, wo man dann hier einfach hinkommt. Genau. Zack. Und wenn man diesem Weg hier folgt, genau, ist hier einmal die Bar Mardi Gras, wo dann der Vater von JD-Top und SD-Fighter mittlerweile arbeitet. Das auch mal kurz anschauen. Genau, das war Mardi Gras. Hier hat übrigens auch das Halloween-Special gespielt. Genau. So. Dann, wenn wir hier diesem Weg reinfolgen, gelangt man zu dieser Brücke, die dann zur Stadtmitte führt. Genau. Tada. Wieder mit dieser typischen Statue. Genau. Wenn man hier nach links folgt, gelangt man einmal zu so einem kleinen Teich, aber das ist nicht zu spektakulär. Und einmal zur Jodetovs Farm. Die Farm ist Kronks Farm, also Kronks Haus nachempfunden ein bisschen. Hier hinten sind dann noch verschiedene Scheunen, einen Brunnen und dann auch noch die Bibliothek, die wir uns gleich anschauen werden. Und unter dem Haus ist dann auch noch ein kleiner Keller, der dann rüber zur,
zur Bibliothek führt und zum Zug. Genau, dann ist hier einmal wieder so ein Zugstation, sag ich mal, Bahnstation, wo man den Zug nehmen kann. Hier ist das Rathaus. Genau, das ist in der Life in the Woods 4 natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Hier ist Lenas Haus. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Zack. Genau. Ja, ihr kleines, gemütliches Häuschen. Mit hinten noch einem Pferdestall. Ja, hallo? So, genau. Die Pferde und die Esel sind hier. Servus. Genau, und dann ist hier auch noch ein Bäcker. Und dann kommen wir zur Mitte der Stadt. Und zwar zu unserem Brunnen, von dem man dann aus in die verschiedenen Wegen folgen kann. Und diesen Weg werden wir uns nachher anschauen, den auch. Wir werden uns erstmal um den hier kümmern. Genau, da kommt man nochmal zur Jetitops Farm. Und zum Herzen der Stadt, also praktisch das Kernstück dieser Welt, und zwar dem Weltenhaus. Genau, hier kann man die verschiedenen Welten auswählen und in die Reisen. Weltenmenschen, hier ist auch die Welt von der Life in the Woods. Und wenn man hier nach oben folgt, gelangt man zum Netherportal. Und da können wir auch mal kurz reinschauen. Weil in der Welt ist es wirklich ausgebaut. Und zwar hier ist unsere kleine Nether-Festung, von der wir dann aus in den Nether erkunden. Genau, hier ist noch warumweise TNT. So, und dann ist hier auch noch unsere riesengroße Wither-Statue. Und wenn man diesem Weg hier folgt, diesen verschiedenen Holzfeuerkörben so oder so, kommt man dann zur Nether Fortress. Genau. Aber die müssen wir uns nicht anschauen, weil die ist so eine normale Fortress. So, dann gehen wir wieder zurück. Zack. Und folgen dem Weg in der Stadt weiter. Genau, hier ist einmal Laras Haus und die Bücherei. So, da ist Laras Haus. So ähnlich geht auch nicht. Ich will nicht, dass es regnet, Mann. Die Welt ist viel zu schön dafür. Genau, einmal Laras Haus. Mal auch mal kurz reinschauen. Sieht ein bisschen anders aus als das von Lena. Ich habe es ein bisschen anders gestaltet. So, genau. Genau, hier ist noch der Keller. Mal auch mal kurz reinschauen. Sehr gruselig. Und wenn man hier an dem Weg, der kleinen Tür durchgeht, gelangt man zur Bibliothek. Wenn wir jetzt auch mal kurz nach oben gehen werden. Hier sind überall so Bücher. Regale, ist ziemlich groß, die Bücherei. Man kann sich da sehr, sehr leicht drin verlaufen. Genau, hier ist nochmal so ein größerer Bereich, wo man sich Bücher ausleihen kann. Und wenn man hier den Weg dann wieder zurückfolgt, gelangt man wieder in die Stadtmitte. Genau. Wenn wir dem Weg dann weiterfolgen, gelangt man hier einmal zum Hafen, den schauen wir uns aber gleich an. Und einmal zu dieser Statue, die im Gedenken an diejenigen hier steht, die im Kampf gegen die Dämonen gefallen sind. Jo, dann gelangt man, wenn man dem Weg weiterfolgt, einmal zu meinem Haus, meinem Pferdestall, wo auch schon Hannibal und Felix drin warten. Genau, das sind wir. Und wenn man hier weiter nach oben geht zu meinem riesengroßen Haus, was das erste Haus war tatsächlich, was auf dieser Map gestanden hat. Und wir können da auch nochmal kurz reinschauen. Man hat es allerdings schon in der Life in the Woods 4 schon sehr gut und sehr detailreich gesehen. Hier sind meine Rüstungen. Und wenn man den Weg hier nach unten folgt, gelangt man dann auch zu meinem, ich sag mal, Aquarium. Genau, und kommt dann wieder ganz nach unten raus. Da unten. Genau, da unten kommt raus. So, wenn man den Weg dann weiter folgt, gelangt man einmal zu unserer Kirche. Genau, immer sonntags ab 10 Uhr geöffnet. Und zur Bank. Die Bank ist auch sehr interessant gestaltet, weil man kann hier... Das ist durch Loren gelöst worden, das Problem hier. Und zwar, wenn man die anfordert, kommt dann hier eine Lore raus. Genau, da ist jetzt zum Beispiel hier dieses Papier drin, willkommen in unserer Bank. Wenn man dann wieder drauf drückt, fällt das Ding wieder runter. Die Redstone- und Redstone-Schaltung können wir uns auch mal kurz anschauen. Geht man durch diese Tür hier durch, zack. Und folgt dann den Weg hier nach unten. Und unten sieht man dann im Detail diese Redstone-Schaltung. Genau. Wo ich jetzt allerdings nicht reingehen muss, sonst mache ich was kaputt und es wäre ein bisschen schade davon. Genau, weil Felix hat sich da echt Mühe gegeben. Oder Marcel, wie er eigentlich heißt. So, danke nochmal an der Stelle. So, wenn wir dann hier weiter rausgehen, und es jetzt Nacht. Nee, so schnell ist der Tag schon wieder vorbei, oder wie? Dann kommt man einmal zu der Uni hier, genau, zur Schule. Jetzt auch mal kurz anschauen mit den verschiedenen Klassenräumen. Oben geht es auch nochmal weiter. Genau, hier. Lehrerzimmer, und wenn man unten weiter folgt, kommt man dann zu den Laboratorien. Genau. Und kann man dann wieder hier zur Bibliothek folgen.
genau an dem Weg. So, dann gehen wir wieder raus, machen die Tür kurz zu. So. Und wenn man den Weg hier dann weiter folgt, gelangt man zu unserem Alljahres-Weihnachtsbaum und unserem Osterei, das hier auch immer noch steht. Und zu Twixers Haus, das ist hier, genau, ich habe es ein bisschen verschönert, nachdem der Server offline gegangen ist, damit es nicht so, naja, karg aussieht, sage ich mal. Hier ist dann noch unser Kürbis, der auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in der Geschichte von Life in the Woods. Und zwar wurden wir hier in die erste Parallelwelt geführt, durch eine Falle von Twixer. Sind natürlich danach entschuldigt, damit, und das war alles dann in Ordnung. Und dadurch haben wir die Parallelwelten entdeckt. Genau, hier ist dann noch Felix, Fix das Haus, genau, so. Und, genau, ist dann sein Keller noch, vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Und, genau, das müssen wir uns jetzt nicht genau anschauen. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr die Map downloaden wollt. Genau, dann ist hier unser Wachturm, ja, komm. So, unser Wachturm. So. Wenn man den Weg weiterfolgt, dann kommt man nochmal hier zu einer Bahnhaltestelle. Ja, und zum Felixhaus, das er hier in den Fels reingebaut hat mit seiner komischen Lavatür und der Klingel. Wenn man dann da durchfliegt, oder besser gesagt, wenn er es von hier aus deaktiviert, also übrigens noch sein Briefkasten da unten, gelangt man dann rein und der hat es dann hier ziemlich schön ausgebaut. Sehr viel Lava hat er übrigens verwendet. So, dann, wenn man dem Weg hier folgt, gelangt man zu unseren neuesten Territorien und zu den neuen Territorien. Das ist der neueste Teil der Stadt und es ist hier wieder überall voll mit Wegen, die zu verschiedenen Häusern führen. Und wir können uns eigentlich mal so ein Haus anschauen. Jedes Haus ist anders natürlich eingerichtet, individuell. Genau. Und ich muss sagen, ich habe das sehr schön gefunden. So, genau, hier ist ein WC. Genau. Und wenn ihr das alles nochmal im Detail anschauen wollt, könnt ihr die Map natürlich downloaden. Wie gesagt, stimmt hier oben rechts ab, bla bla bla. So, dann mache ich das Tür wieder zu und wir fliegen weiter. Und wenn wir dem Weg weiter folgen, gelangt man einmal zu noch anderen Häusern, genau, und einmal zum Sumpfviertel. Genau, das Sumpfviertel. Im Sumpfviertel befindet sich das Gefängnis von Eldaria. Und zwar ist hier der Gangster aus Redstone Engineer, jetzt hör doch auf zu regnen, Mann, von Redstone Engineer eingesperrt. Das spielt auch noch eine Rolle in Tales from Eldaria. So, dann sind hier verschiedene Häuser natürlich, auch so verschiedene Hexenhäuser, die alle hier im Sumpf sind. Hier ist auch noch verschiedene Schiffe und wenn man hier weiterfliegt, findet sich hier auf der linken Seite der Krater für unseren Meteoriteneinschlag. Oder, wenn ihr euch Redstone Engineer 1 angeschaut habt, eigentlich war es eine Sprengung, eine Riesensprengung von uns. So, hier befindet sich dann auch noch ein Schiff, was den Bau eines Wachturms überwacht, was dafür sorgen soll, dass die Küste in diesem Bereich sicherer wird, weil hier ein paar Plünderer ihr Unwesen treiben. Genau. Fliegen wir zurück ins Sumpfviertel. Und schauen uns da noch ein bisschen weiter um. Hier lang. Genau. Das Sumpfviertel befinden sich, wie gesagt, ein paar Häuser. Hier auch die Pantiman, die sind nur mit Booten erreichbar. Und genau, hier sind dann noch andere Häuser. Könnt ihr euch dann alles anschauen, wenn ihr die Map downloadet. Perfekt. Genau, dann sind hier auch noch überall Boote. Ich muss kurz eins finden, damit ihr es sehen könnt. Warum baue ich auf? Da ist Boot, genau. Überall diese kleinen Boote, die hier vor Anker liegen, sage ich mal. Genau. So, dann fliegen wir mal wieder zurück zur Stadtmitte und folgen dem anderen Weg hier. Und zwar zum Strand. Genau, hier ist der Strand. Hier liegen auch ein paar Boote vor Anker. Hier ist übrigens auch unser Hafen mit dieser Wassermühle. Hier sind diese ganzen Schiffe, die hier vor Anker liegen. Und unser Marktplatz, genau. Genau. Wo dann die verschiedenen Welten Handel treiben. Genau, hier ist zum Beispiel auch die Welt aus Life in the Woods 2 vertreten, Master Corallis mit seinem Stand, der da magische Artikel verkauft. Puh. Genau, wenn man hier dann weitergeht, kommt hier so ein kleiner Wüstenabschnitt, das ist nichts Großes, hier steht auch so ein kleines Wüstenhaus. Hier links ist dann unsere Mühle und hier rechts kommt man dann zu den beiden SD-Fighters. Der eine SD-Fighter lebt hier,
der hat hier seinen Schmied, der dann Hufe schlägt von Pferden oder andere Sachen schmiedet. Macht sehr gutes Zeugs nebenbei. Ja, genau, hier ist noch sein Haus. Genau, klein und gemütlich. Und wenn man dem anderen Weg folgt, gelangt man zum anderen SD-Fighter, der bei der Küstenwache arbeitet. Und da Rettungsschwimmer ist. Genau, der wohnt hier unten. Genau, der hat es eher ein bisschen versteckt. Der Max versteckt hier unten, gemütlich. So, wenn dem Weg hier weiter folgt, gelangt man zur Polizeiwache und zu dem Waldviertel, wo dann verschiedene Waldhäuser stehen. Können wir auch mal kurz reinschauen in die Polizeiwache. So, genau, hier sind dann die einzelnen Schreibtische. Und die gesuchten Verbrecher. Und hier oben sind auch die Verhörräume, genau, und Zellen. So, dann gehen wir mal weiter den Weg entlang. Hier ist noch so ein kleiner so ein Rastplatz, kann man das nennen. Und hier ist auch schon das Zweithaus von Master Corrales. So ein fliegendes Tempel oder sowas. Genau, wenn man dann hier in die Wüste fliegt, findet sich hier ein Bauwerk von SD-Fighter. Und zwar der Silver Surfer, genau, mit bei SD-Fighter. Gehalten von dieser Holzkonstruktion. Genau, wenn man dann diesem Weg hier folgt, gelangt man zu Redstone Island und zur Pferdeinsel. Wir fliegen jetzt erstmal links lang zu Redstone Island. Genau. Hier haben wir Redstone Engineer 1 auch unsere Feuerwerk Abschusssystem gebaut, genau. Hier noch überall Schilder, Achtung, Feuerwerkstestgelände, Gefahr, Redstone Island. Und hier gibt es dann auch noch so eine Zughaltestelle, wo man dann mit dem Aufzug runterfahren kann. Genau, und hier ist unsere riesengroße Raketenabschussanlage, Feuerwerksabschussanlage, genau, die man von hier aus dann starten kann, genau, mit diesem Hebel. So, müssen wir uns aber jetzt nicht anschauen, das könnt ihr dann anschauen, wenn ihr hier seid. Hier sind überall noch Kisten voll mit Raketen. So, dann folgen wir dem anderen Weg. Durch den Sumpf, mehr oder weniger. Hier ist dann noch so ein kleiner Dungeon, der ziemlich weit nach unten geht und ziemlich viele Gegner beinhaltet. Sehr gefährlich, war ich schon mal drin, ist nicht gut ausgegangen. So, dann ist hier auch noch ein Luftschiff von uns, das hier verankert liegt. Genau, mit seinen Triebwerken, das dann abheben kann. Genau, und da. Genau. So, dann folgen wir den Weg weiter. Hier ist die sogenannte Pferdeinsel. Hier sind alle möglichen Pferde. Und Skelettpferde. Ich weiß gar nicht, dass wir Skelettpferde haben. Genau. So, dann befindet sich hier außerdem noch das Fort Fox. Genau, in diesem kleinen gruseligen Eingang hier unten. Im Schmugglertunnel. Und genau, hier ist Fort Fox. Tada! So, dann, wenn wir hier. Hier ist einmal der Lager und Wohnort des Engineers. Können wir auch mal kurz reinschauen. Hier wohnt er. Da oben ist sein Schlafbereich. Genau, hier ist eine Studienecke, sage ich mal. Genau, dann gehen wir mal weiter nach unten. Unten ist dann noch der Keller und sein Weltenmanager, mit dem man dann in andere Welten kann, wo er dann andere Engineers trifft. Genau, hier Slimefang Castle, Rapture und Flatlands. Flatlands ist dieses Testgelände für ihn. Genau, wenn man hier unten noch die Haltschalter umlegt, öffnen sich hier Geheimtüren. Das könnt ihr dann alles ausprobieren. Wenn ihr hier seid, hier links ist dann auch nochmal ein Portal, das man dann ausschalten kann. Und hier rechts ist das Lager. Genau. Und wenn man hier hinten rausgeht, befindet sich hier ein kleiner Stall, nochmal ein Lager. Und hier unten dann die sogenannte Mine. Genau, gehen wir nochmal kurz runter. So, hier ist die Mine. Genau, geht es dann auch noch weiter nach unten zu einer richtigen Mine. Genau, so, gehen wir hier wieder hoch. Dankeschön. Und schauen uns nochmal das Fort genauer an. Hier sind haben einzelne Leute ihre Stände, wo der Redstone Engineer einkaufen kann, um das Fort in Stand zu halten. Und dann sind hier auch noch so verschiedene Geheimgänge. Zack. Genau, perfekt, wo man dann runtergehen kann. Und hier sind dann die einzelnen Zellen. Genau, können wir uns auch noch kurz anschauen. Genau, dann ist hier die Zelle, wo die Leute dann gefangen gehalten werden, die böse waren.
Und dann fliegen wir wieder zurück. Zack. Und dann über die Druckplatte läuft, geht hier oben das auf. Meistens zumindest. Meistens geht es nicht auf. Fliegen wir kurz raus. Genau. Genau. Wenn wir dann hier weiter folgen, ist hier einmal diese Abschusssysteme, die dann den Schmuggler hier fernhalten. Genau, hier ist ein Übungsboot. Genau. Und hier ist dann auch Volcano Island. Das wollen wir uns jetzt auch noch kurz anschauen. Genau, gebaut von SD Fighter und Twixer. Perfekt. Hier ist dann auch noch so ein kleiner Leuchtturm. Hier sieht man, dass es wirklich eine Pferdeinsel ist. Genau, ein Leuchtturm, der dann dafür sorgt, dass die Leute nicht in die Insel reinfahren, wofür Leuchttürme halt da sind. Genau. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon. Es ging schnell eigentlich. Ich dachte, es würde länger dauern. Und wenn ihr diese Map downloaden wollt, wie gesagt, stimmt hier oben rechts ab. Dann werde ich sie auf Planet Minecraft zur Verfügung stellen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns bei einem nächsten Map-Vorstellungsvideo wieder. Wie gesagt, wenn ihr die Map erkunden wollt und downloaden möchtet, habe ich ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, könnt ihr hier oben rechts abstimmen. Und dann könnt ihr noch mehr Geheimnisse entdecken auf dieser Map, als nur die Sachen, die ich euch gezeigt habe. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Map-Vorstellungsvideo wieder. Und bis dahin, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder in den Kommentaren, über ein Abo natürlich auch. Und wenn ihr es weiterzählt, würde ich mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Map-Vorstellungsvideo auf diesem Kanal. Ciao!